So, jetzt ist es genau 13 Uhr und ich darf Sie alle hier recht herzlich begrüßen in der zweiten Vortragsreihe der Session Diving. Hier hören wir jetzt David Wester von der Socura GmbH mit dem Vortragstitel „Wir wollen eine serviceorientierte Organisation werden“. Hier ist er auch. Herzlich willkommen. Bevor wir mit dem Vortrag starten, ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Sie haben natürlich während des Vortrags die Möglichkeit, über Ihr Fragemodul im Bedienpanel Fragen hereinzuschicken. Die würde ich aufnehmen. Es gibt am Ende der Session genügend Zeit für eine Q&A. Also Sie können da Fragen stellen und wir denken, dass wir die auch beantworten können. Sollte die Zeit entsprechend nicht ausreichen, schon mal der Hinweis, der Vortrag von Herrn Wester wird auf alle Fälle im Nachgang zum Download verfügbar sein. Und darüber hinaus ist es auch so, dass Sie die Speakers Corner nutzen können. Das heißt, direkt im Anschluss steht Ihnen auch Herr Wester an der Stelle zur Verfügung in der Speakers Corner. Da können Sie sich nochmal in einem virtuellen Vier-Augen-Gespräch auch mit dem Austauschen Fragen zu seinem spannenden Vortrag stellen. Und ich will jetzt gar nicht länger das Ganze hinziehen, sondern möchte auf der Bühne Herrn Wester begrüßen. Er ist Betriebswirt und seit 2002 im Malteserverbund tätig, also schon eine ganze Weile. Nach verschiedenen Stationen im IT-Bereich ist er seit dem Jahre 2015 als Führungskraft für das Themenspektrum Service und Support verantwortlich, welches sich in insgesamt 7 Teams mit über 85 Mitarbeitern von Service Desk über das Business Relationship Management bis hin zum Prozess- und Qualitätsmanagement erstreckt. Also eine ganz große Bandbreite. In seinem jetzigen Vortrag geht Herr Wester nun darauf ein, wie ITIL 4 agile Arbeitsweisen akzentuiert und die Herausforderungen und den Anpassungsbedarf unserer VUCA-Welt gut herausstellt. Dadurch ergibt sich ein Veränderungsbedarf, das ist ganz klar, und natürlich auch Handlungsdruck für funktionale und divisionale Aufbauorganisationen mit traditionellen Hierarchiestrukturen. Wie diese Herausforderungen aussehen und wie man diesen begegnen kann, Klammer auf, und dies auch tun sollte, Klammer zu, erfahren Sie nun im Vortrag von Herrn Wester. Ich mache die Bühne frei. Super, ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Einen schönen guten Tag. Und genau, ich hoffe, mein Bildschirm ist jetzt zu sehen. Ja. Wunderbar, alles klar. Genau. Ja, also in meinem Vortrag heute geht es ums Thema serviceorientierte Organisation und eine Organisationsentwicklung hin zu einer agilen Aufbauorganisation und darum, ob und was das mit ITIL 4 zu tun hat, beziehungsweise was man daraus ableiten kann. Genau. Vorweg vielleicht ein paar Worte zur Socura. Die Socura ist ein mittelständisches Shared Service Center mit circa 370 Mitarbeiterinnen, davon etwa 190, die im IT-Umfeld unterwegs sind. Wir sind ein Branchenspezialist für die Wohlfahrt, ein ganz klassischer IT-Service Provider mit einem Ende-zu-Ende-Service-Portfolio, alles, was es so im Bereich IT und Telekommunikation gibt. Betreuen derzeit über 30.000 Benutzerinnen mit verschiedensten Cloud-App-Services, die wir heute anbieten, sind sehr stark prozessorientiert, arbeiten nach ITIL Prince 2 ISO 27001 und haben, wie viele mittelständische IT-Dienstleister, eine ganz klassische funktionale Aufbauorganisation in Bereichen, Abteilungen und Teams, in denen wir auch ganz klassische disziplinarische Führungsrollen haben, nämlich Bereichsleiter, Abteilungsleiter, Teamleiterinnen und so weiter. Und genau mit diesen Führungsrollen und dem Führungsverständnis möchte ich mich eben jetzt hier in diesem Vortrag beschäftigen. Es geht also darum, was gibt es eigentlich für Ideen und Erfahrungswerte in der Organisationsentwicklung, wenn man sich von einer traditionellen Organisations- und Hierarchiestruktur hin zu einer moderneren, agileren und anpassungsfähigeren Führung entwickeln möchte. Genau, und da starte ich halt mit der Fragestellung, ja, also gibt es da überhaupt ein Problem, Stand heute? Und wenn ja, wie sieht das möglicherweise aus? Was gibt es da auch in ITIL dazu zu erfahren?
Wie kommt man möglicherweise auch zu einer anderen Organisationsform? Was sind da also die Ansätze? Da stelle ich eben jetzt auch einen vor, den wir in der Sucura eben zurzeit auch verfolgen und würde dann eben am Schluss auch ein bisschen nochmal einen Einblick geben, was wir da eigentlich jetzt gerade machen und wie das bei uns so läuft. Ja, der Anfang ist eben die Fragestellung, gibt es im Moment eigentlich ein Problem? Und das sehe ich persönlich bei funktionalen und divisionalen Organisationen, ja, die also gerne auch Silo-Organisationen genannt werden, in jedem Fall. Ich habe hier einfach mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die eben im Zusammenhang auch mit agilen Methoden als häufige Treiber genannt werden, warum man sich da überhaupt mit beschäftigen muss. Das ist einmal so das ganze Thema Innovation. Wie kriege ich eigentlich neue Produkte an den Start? Wie bin ich da eben auch schneller als möglicherweise Mitbewerber, die in dem Umfeld unterwegs sind? Wie schaffe ich es auch, meine Stakeholder, insbesondere jetzt die Service-Konsumenten, in den Fokus zu nehmen, die Mehrwerte zu erkennen, technologisch auf dem Stand der Dinge zu sein? Aber eben auch in Richtung Personal. Wie schaffe ich es, die besten Leute zu gewinnen für meine Organisation? Was kann ich denen zukünftig auch für Karrierepfade anbieten, die attraktiv sind für solche Mitarbeiter? Und natürlich, Silo habe ich eben schon angesprochen, ist auch eine Silo-Denke. Da sind ganz viele Probleme mit verbunden. Ja, also wir und die, es gibt möglicherweise Zuständigkeitsstreitigkeiten in der Organisation. Es kann zu Machtspielen kommen und so weiter. Hierarchie kostet natürlich auch was. Wenn ich viele Leiterinnen und Leiter von irgendwas habe, verdienen die in der Regel mehr Geld als Mitarbeiterinnen. Insofern ist auch das ein Thema. Ja, und es gibt natürlich in Silo-Organisationen enorme Abstimmungs- und Reibungsverluste. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Begriff Ticket-Ping-Pong gehört. Das ist so ein klassischer Reibungsverlust, den man in solchen entsprechenden Silo-Organisationen hat. Ja, und klar, in solchen Organisationsformen mit klassisch hierarchischen Strukturen spielen natürlich auch Machtfragen eine Rolle. Und das wird durch aktuelle Organisationsformen natürlich irgendwie auch gefördert, beispielsweise, weil das der einzige Karriereweg ist, den es gibt, dass es eben zu solchen Problemen kommt. Ja, jetzt ist die Frage, wie ist das Ganze im Zusammenspiel mit ITIL zu sehen? In der Anmoderation wurde es ja schon gesagt, in zumindest jetzt ITIL 4 wird aus meiner Sicht das ganze Thema agile Arbeits- und Organisationsform stark akzentuiert und natürlich auch propagiert. ITIL empfiehlt ja zum Beispiel bestimmte Arbeitsweisen, die im agilen Bereich angesiedelt sind. Es gibt aber eben noch so ein paar andere Hinweise. Ich habe jetzt hier in den grauen Kästen einfach mal so ein bisschen was zusammengestellt, ohne da jetzt sozusagen den tiefen Einstieg in ITIL 4 vornehmen zu wollen. Es gibt also sowohl, was die Dimension, also aus den vier Dimensionen, die Dimension Organisation und Menschen angeht, mehrere Punkte, beispielsweise, dass formal vorgegebene Kompetenzstrukturen nicht ausreichen. Es wird ja eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz in ITIL empfohlen, dass die Führung über Werte erfolgt, dass die Wertschöpfung im Fokus rückt und dass eben stark über Rollen und Verantwortlichkeiten gearbeitet wird. Diese Punkte passen schon nicht so richtig gut zu Silos, Hierarchie und alten Macht- und Organisationsstrukturen. Das setzt sich dann in den Grundprinzipien fort, wo es ja auch mehrere Punkte gibt, die sich direkt auf die Führung und die Organisation auswirken. Ja, dass eben Zusammenarbeit und Sichtbarkeit gefördert wird, dass ein ganzheitliches Denken und Arbeiten stattfinden soll. Auch das spricht eigentlich schon gegen Silos. Und dass auf Einfachheit und Praktikabilität geachtet werden soll, was aus meiner Sicht eigentlich auch gegen große hierarchische, mehrstufige Strukturen spricht. Ja, und dann gibt es natürlich auch ganz konkrete Arbeitsweisen, die in ITIL empfohlen wurden. Hier sind jetzt einfach mal Lean Agile und DevOps genannt, sind also alles drei ja Methoden, die eben ein agiles Arbeiten erfordern.
Ja, und dabei stellt sich jetzt die Frage, wie kann man das ein bisschen konkreter machen? Und reden wir jetzt eigentlich nur über die Methodik des Arbeitens oder auch über die faktische Aufbauorganisation? Und da wird es in dem Practice Guide Workforce und Talent Management ein bisschen konkreter. Ich habe hier einfach mal einen Screenshot reingepackt und ein paar wichtige Aussagen, die es darin gibt, unterstrichen, weil dieser entsprechende Practice Guide uns eben ganz klar sagt, dass die Organisationsstrukturen nicht jetzt rein rigid sozusagen strukturiert sein dürfen, sondern dass ich eben offene Systeme brauche innerhalb der Organisation. Und das ist der unterste Teil, der hier unterstrichen ist, dass es eben auch wichtig ist, dass die Agilität, die man erreichen möchte, nicht nur durch die Managementpraktiken erreicht werden, sondern dass dies eben auch durch die Organisationsstruktur unterstützt werden soll. So, und da gibt es jetzt aus meiner Sicht eben ein ganz praktisches Problem und auch in unserem Unternehmen ein ganz praktisches Problem. Ich habe das einfach mal hier anhand so eines kleinen Bildes versucht zu verdeutlichen. Ich habe nämlich genau dieses Thema. Ich habe also jetzt diese Buzzwords hier mal aufgeschrieben. Ja, ich will Innovation, ich brauche Agilität, neues Arbeiten ist in aller Munde. Ich muss als Arbeitgeber attraktiv sein und ich muss eben auch eine neue Form der Führung meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten. Auf der anderen Seite habe ich aber das Problem, dass wir mit unserer aktuellen hierarchischen Struktur und unseren Silos so ein bisschen auf der anderen Seite, auf dem anderen Ufer unterwegs sind, auf der anderen Seite des Flusses uns befinden und es eben nicht schaffen, diese Probleme, die ich ganz am Anfang skizziert habe, die natürlich aus einer Organisationsstruktur sich auch einfach ergeben, die eben über lange Zeit gewachsen ist und stark hierarchisch geprägt ist. Das heißt, wir brauchen eine Brücke. Wie kommen wir von dem einen Zustand in den anderen Zustand? Wie kann also eine Organisation in die Richtung verändert werden? Und die Frage haben wir uns gestellt oder stellen Sie uns natürlich auch immer noch. Und da möchte ich jetzt dann im Detail nochmal drauf eingehen. Die These, die ich dazu aufstelle, ist nämlich die, dass ich sagen würde, man muss es schaffen, eben seine Hierarchie zu überwinden. Und die auch in einer gewissen Art und Weise abzuschaffen. Ne? Und da kommt dann direkt die Frage auf, wenn ich keine Hierarchie habe, bin ich dann nicht in der Anarchie? Das ist damit eben aber genau nicht gemeint, sondern es geht darum, dass ich eine Hierarchie abschaffe, nicht auf Führung innerhalb der Organisation verzichte. Das heißt, es ist ganz klar, jede Form der Organisation, die es gibt, braucht ganz klare Rollen und Verantwortlichkeiten und es muss auch irgendwie Regeln und Prinzipien geben, nach denen gearbeitet werden kann. Das heißt, alles, worüber ich jetzt auch gleich noch sprechen möchte, geht es nicht darum, jeder macht, was er will, sondern eben eine andere Form der Aufbauorganisation zu finden und natürlich auch schon eine andere Form der Zusammenarbeit zu finden. So, die Anforderungen an Führung würden sich dadurch jetzt natürlich stark ändern. Ja, wenn ich eine Hierarchie abschaffe, will ich möglicherweise ja meine Führung verändern und mich zukünftig anders aufstellen. Und da würde ich jetzt eben zwei Pole unterscheiden, die wir heute schon, sag ich mal, verbreitet kennen, die wahrscheinlich auch Ihnen allen bekannt sind. Das heißt, wir haben ganz klassisch auf der rechten Seite hier dargestellt, die transaktionale Führung. Das heißt, ich habe klare Regeln, Strukturen und Ziele. Mitarbeiterinnen machen, was von ihren Vorgesetzten erwartet wird. Ich habe eine Entlohnung durch Geld und Aufstiegsmöglichkeiten. Das zahlt so ein bisschen auf das vorhin angesprochene Problem. Was habe ich eigentlich für Karrierepfade, die ich Leuten anbieten kann, ein? Es gibt eben eine leistungsorientierte Belohnung, es wird durch Kontrolle geführt. Die Führung greift im Bedarfsfall eben dann auch ein in der Organisation. Der Mitarbeiter hat aber in der transaktionalen Führung natürlich auch eine hohe Handlungssicherheit, was dem einen oder anderen sicherlich auch entgegenkommt. Und dieser Führungsstil, der bietet sich natürlich besonders an, wenn es um Routinetätigkeiten geht. Ja, hier spricht man auch von der kühlen Kopfführung.
die grundsätzlich einen eher extrinsischen Ansatz verfolgt, ja, Theorie X nach McGregor, ja, also ich gehe davon aus, die Leute sind ein bisschen faul und müssen eben auch von außen motiviert werden und haben einen eher niedrigen persönlichen Reifegrad. Auf der anderen Seite haben wir die transformationale Führung. Das ist dann das Gegenteil, das heißt eher ein empathischer Führungsstil. Es geht mehr darum, eine Vision von der gemeinsamen Arbeit zu vermitteln. Die Mitarbeiter setzen sich höhere gemeinsame Ziele. Ja, wer in ITIL 4 unterwegs ist, ne, kennt vielleicht auch diesen Unterschied zwischen der Kooperation und der Kollaboration. Also es ist eher ein kollaborativer Ansatz. Ja, es wird gemeinsam an Zielen gearbeitet. Ich brauche da eben eine charismatische Führungskraft, die das Ganze vorlebt, glaubwürdig ist, die Mitarbeiter motivieren und begeistern kann für die Vision, die im Unternehmen verfolgt wird und die eher zu Kreativität und eigenem innovativen Denken anleitet und die Mitarbeiter eben in ihrer Individualität unterstützt und fördert. Ja, da spricht man also sozusagen von Warm-Heart-Führung oder eben Theorie Y, also intrinsische Führung. Ich gehe davon aus, die Mitarbeiter sind ehrgeizig, die haben eine hohe Selbstdisziplin und üben auch eine gewisse Selbstkontrolle aus. Unten ist ja jetzt schon der Pfeil eingeblendet mit dem Reifegrad. Ja, also die transformationale Führung ist dann eher bei einem hohen Reifegrad des Mitarbeiters angemessen, die transaktionale Führung eher bei einem niedrigeren Reifegrad. Das heißt, ne, der ein oder andere kennt das vielleicht auch aus dem situativen Führungsansatz, wo man ja die Leute versucht, von einem niedrigen zu einem höheren Reifegrad hinzuentwickeln. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, das sind ja zwei Pole. Also ich mache ja nicht das eine oder das andere, sondern ich komme mit diesen beiden Ansätzen natürlich irgendwo zu einem Erfolg und die ergänzen sich gegenseitig. Was aus meiner Sicht jetzt aber für die Entscheidung darüber, was will ich denn für eine Führung im Unternehmen haben und welches Organisationsmodell leite ich daraus ab, muss ich eben berücksichtigen, dass es dort eine Bedarfsverschiebung gibt. Die habe ich hier mit einem roten Pfeil einfach unten mal eingeblendet. Ja. Das heißt, das Thema VUCA-Welt, ja, das heißt, ich habe Unsicherheiten, ich habe eine starke Beweglichkeit drin, die Komplexität steigt. Da haben wir eine ganz klare Bedarfsverschiebung, die sich aus verschiedenen Aspekten ja in der heutigen Welt eben ergibt. Und ich werde zukünftig immer stärker in die transformationale Führung gehen können. Und ich habe hier in die Mitte nochmal dieses Senefin-Framework mit reingepackt. Das kennt sicherlich auch der ein oder andere aus ITIL 4. Das heißt, für diese Zustände der Komplexität und des Chaos brauche ich eigentlich eher diese transformationale Führung. Für die komplizierten oder simplen Fragestellungen bin ich eher in der transaktionalen Führung. Das Problem ist nur, diese simplen und komplizierten Aufgaben, die in einem Unternehmen vorhanden sind, die werden durch Automatisierung, künstliche Intelligenz, Auslagerung und so weiter zukünftig halt immer weiter abnehmen. Das heißt, in der Führung muss ich mich immer mehr auf diesen linken Bereich hinbewegen. Wie kann man das jetzt machen? Was folgert oder folgt jetzt eigentlich aus dieser Erkenntnis, wenn man die so teilt, dass man seine Organisation verändern muss? Und da kommt aus unserer Sicht eben die Selbstorganisation als Modell in Frage. Selbstorganisation bedeutet erstmal, dass die Mitarbeiter sich eben selbst in Form von Kreisen, Gruppen, Teams, Squads, Tribes, man kann auch noch zig andere Begriffe aufzählen, also in irgendwelcher Form von Gruppen oder ja, Zusammenschlüssen organisieren, was aus unserer Sicht und eben natürlich auch aus der ganzen ITIL-Denke Sinn macht, sich hier anhand von Services oder Wertströmen zu organisieren. Insbesondere, wenn man das jetzt auf Basis der eigentlichen Dienstleistung, die man für einen Kunden erbringt, machen kann. Für Themen, die jetzt eher übergreifend sind, würde man eben Querschnittsaufgaben nach dem jeweiligen Thema oder der Technologie implementieren. Ja, auch eine Selbstorganisation braucht klare Strukturen, Regeln und Prinzipien. Dort wird eben sehr stark nach Rollen und Verantwortlichkeiten gearbeitet, ja, weniger nach Funktionen, also
Jobtitel, sondern eher Mitarbeiter übernehmen gegebenenfalls ja auch verschiedene Rollen und Verantwortlichkeiten, auch wenn sie nur eine offizielle Stelle sozusagen im Stellenplan haben. Und Arbeit wird fair und sinnvoll innerhalb der einzelnen Kreise verteilt. Ein ganz wichtiges Prinzip ist, dass Entscheidungen dort getroffen werden, wo es sinnvoll ist. Das heißt, bei den Fachleuten auf der Ebene auch, ja, weil ich ja meine Hierarchie stark reduziere. Die Führung ist also eher lateral, das heißt ohne Weisungsbefugnisse und erfolgt gegenseitig durch die Mitarbeiterinnen oder durch entsprechende Begleiterinnen und Coaches. Sie wird also von einer hierarchischen Machtposition eher zu einer internen Dienstleistung für die Mitarbeiter. Jetzt bin ich gerade hier aus der Bildschirmpräsentation geflogen. Ich gucke mal gerade. Sehen Sie noch was? So, ich hoffe, man sieht jetzt ja, wieder die Folie selbst. Ja. Okay, wunderbar. Sorry, es gab hier irgendwie gerade einen kleinen Wackler. Genau, also Transparenz, Kommunikation, Zusammenarbeit sind wesentliche Erfolgsfaktoren im Bereich der Selbstorganisation. Und Sie kennen wahrscheinlich auch schon ein paar Selbstorganisationsmodelle beziehungsweise haben davon gehört, beispielsweise die Soziokratie, Holokratie oder kollegiale Führung sind da eben sehr verbreitete Ansätze. So, und wenn man mit diesem Thema sich jetzt eben auf den Weg macht, hört man häufiger die Aussage, ja, wir arbeiten ja schon so, ne? Also wir arbeiten ja schon agil und setzen das alles um und sind schon voll in dieser VUCA-Welt angekommen und tun das alles. Da wette ich jetzt mal dagegen, ums Recht sozusagen, indem ich einfach mal so ein paar Punkte, weil diese Auffassung habe ich natürlich ganz am Anfang, als ich damit konfrontiert wurde, auch mal selber so vertreten. Wenn man allerdings sich die Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, mal ehrlich beantwortet, muss man halt wirklich sich überlegen, arbeiten wir denn wirklich schon so? Ja, sind wir eine agile Organisation? Sind wir in der Selbstorganisation? Weil das würde ja bedeuten, also es gibt überhaupt kein Silo-Denken. Ich habe keinerlei Verantwortlichkeitsgeschiebe innerhalb der Organisation. Ich habe keine Machtspiele, die Interessen und Bedürfnisse meiner Konsumenten, Stakeholder sind immer im Fokus der aller Leute in der Organisation. Alle Entscheidungen werden dort getroffen, wo sie hingehören und von demjenigen, der am meisten Ahnung hat. Führungskräfte haben dann in der Konsequenz auch keine unnötigen Privilegien. Und die Probleme liegen in den Prozessen und nicht in der Form der Organisation. Wenn man die alle mit Ja beantworten kann, dann arbeitet man wahrscheinlich wirklich schon so. Meine Erfahrung ist jetzt aber, in der Regel ist es faktisch nicht so, sondern man hat vielleicht agile Ansätze in der Zusammenarbeit, beispielsweise in Projekten oder in bestimmten Themen, aber dass man wirklich eine agile Organisation ist, die nach Selbstorganisationsprinzipien arbeitet, das ist eher nicht so verbreitet. Und das hat natürlich auch einen Grund, denn wenn man mit diesem Thema Selbstorganisation um die Ecke kommt, dann trifft man im Zweifelsfall erstmal auf Widerstände und eine gewisse Veränderungsaversion. Ja. Und woran liegt das? In der Regel haben Führungskräfte jetzt erstmal nicht so die Riesenlust darauf, ihre Macht abzugeben, gegebenenfalls ihre Privilegien zu verlieren. Da spielt ja auch Geld eine Rolle. Wenn ich mit sowas ankomme und sage, sollen wir nicht mal unsere ganze Organisation überdenken und vielleicht machen wir das seit ein paar Jahren gar nicht mehr richtig und müssten heute was ganz anderes tun, löse ich damit natürlich eine riesige Unruhe und Störung in der Organisation aus, die mir vielleicht auch kurz- und mittelfristig erstmal negative Auswirkungen bescheren würde. Ich habe, wenn ich mit sowas anfange, natürlich einen gigantischen Kommunikations- und Abstimmungsbedarf, weil jeder in der Organisation mitgenommen werden muss, verstehen muss, was wir da eigentlich machen. Und wenn ich Pech habe als Organisation und ich mit sowas anfange, gehen mir vielleicht auch ein paar Leute von der Fahne, von Führungskräften angefangen, die sozusagen ihren Job dahin schwimmen sehen, über Mitarbeiter, die eben ganz klar sagen, ich brauche aber meinen direkten Vorgesetzten, der auch die Verantwortung am Ende trägt, das will ich nicht selber machen. Das heißt, da gibt es also eine ganze Reihe von Widerständen, mit denen man da erstmal konfrontiert wird.
Es ist nun auch so, dass es, was die Führungskräfte angeht, natürlich verschiedene Typen gibt, bei denen einen kommt eine Selbstorganisation vielleicht entgegen, den anderen passt das nicht so in den Kram. Das muss man aus meiner Sicht eben ganz klar anerkennen, dass das auch so ist und dass ein bestimmter Führungskräftetypus mit einer Selbstorganisation auch faktisch ein Problem haben wird. Und das habe ich hier auf der linken Seite eben mal dargestellt. Das heißt, Leute, die eben ihre Führungsrolle und auch ihre Führungswirkung in erster Linie jetzt aus ihrer Machtposition oder aus ihrer Hierarchieposition herausziehen, die werden mit einem Selbstorganisationsmodell natürlich nicht glücklich. Das Gleiche gilt für alle, die viel und gerne kontrollieren oder eben Mikromanagement-mäßig da an ihren Mitarbeitern dran sind. Wenn ich jetzt nicht der Kommunikationsstärkste bin, ist es natürlich in so einem Konstrukt für mich auch schwierig. Und das sind aus meiner Sicht eigentlich die sozusagen das größte Problem ist, dass Führungskräfte, die eigentlich überflüssig wären in einer Selbstorganisation und ihre Legitimation im Moment nur aus der Funktion ziehen, für die ist es natürlich ein Riesenproblem, wenn sich das Organisationsmodell ändert, weil die natürlich in einem Selbstorganisationsmodell erstmal gar keine Funktion hätten und sich diese erstmal neu suchen müssten. Genau. Das Gleiche gilt für Informationsfilter, ne? Also die selbst mal nicht sehr transparent und offen sind, sondern selbst mal ihre Machtposition eben auch durch Vorenthalten oder Filtern von Informationen zementieren. Für die wird es schwierig. Und eben, das hatte ich auf der Folie vorhin schon angesprochen, wenn ich also ein extrinsisches Menschenbild habe, also vom entsprechenden X-Typ ausgehe, ich muss alle antreiben, sonst arbeiten die nicht, habe ich mit der Selbstorganisation wahrscheinlich auch ein Problem. Auf der anderen Seite kommt das Leuten entgegen, die eigentlich eher über die Überzeugung bzw. eine Vision ihre Mitarbeiter führen wollen, die so einen starken situativen Führungsansatz verfolgen und eben versuchen, ihre Mitarbeiter im Reifegrad voranzubringen und denen etwas zu ermöglichen, wenn ich eben sehr gut in der Kommunikation bin und stark in einer moderierenden oder coachenden Rolle oder begleitenden Rolle mit meinen Mitarbeitern unterwegs bin, gerne Informationen verteile und am Ende eben ein Typ Y sehe in den Menschen, ja, also sage, ich habe ein intrinsisches Menschenbild, die Leute wollen eigentlich alle und ich muss denen nur den richtigen Rahmen geben, dass sie auch können, dann läuft das schon, dann kommt mir so ein Selbstorganisationsmodell natürlich total entgegen. Nun betrifft mich das Ganze ja auch selbst. Ja, ich bin ja eben auch als Führungskraft in einer Organisation unterwegs, die sich jetzt gerade in diese Richtung bewegt. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich als Führungskraft damit um? Ja, auf der einen Seite, wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin vielleicht seit vielen Jahren in einem Unternehmen aktiv, habe ich mir da einen gewissen Status ja auch hart erarbeitet oder sogar erkämpft über viele Jahre. Damit sind bestimmte, sag ich jetzt mal, Vergütungen und Privilegien ja auch heute verbunden, die ich wahrscheinlich ja behalten möchte. Eine Führungsfunktion ist häufig natürlich auch ein zentraler Bestandteil der eigenen Karriere und des Selbstbildes, was man hat. Ja, man ist Führungskraft. Und fragt sich natürlich, was passiert mit mir in einer Organisation, die eben viel stärker auf reine Führungskräfte verzichten möchte. Und gegebenenfalls werde ich natürlich zurückblickend auch von Mitarbeiterinnen in der Rolle bestärkt, die mir halt positives Feedback geben, mich als Führungskraft schätzen, mich da irgendwie auch brauchen oder mir signalisieren, dass sie mich brauchen und vielleicht auch gar keine Veränderung wollen. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass wenn man nach vorne schaut und sich jetzt überlegt, wie entwickelt sich die Welt in der Führung eigentlich weiter, wie wird das zukünftig sein, muss man ganz einfach sehen, dass sich Führungsaufgaben wandeln. Ja, zum einen das ganze Thema VUCA, ja, also ich habe solche ganz klassischen Führungsthemen viel weniger, sondern ich muss viel stärker in so eine Moderation rein. Die Leute werden immer selbstständiger arbeiten. Es rücken eben auch Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt nach, die zukünftig eine andere Form von Führung erwarten.
Und diese, sag ich mal, traditionellen Führungsrollen, die werden nach und nach natürlich in allen möglichen Organisationen verschwinden. Ne? Es gibt jetzt vielleicht ein paar, die haben das alle schon umgesetzt. Es gibt im Moment ganz viele, wie wir auch, die sich aktuell damit beschäftigen und so ein Zukunftsbild entwerfen. Faktisch muss ich aber ja davon ausgehen, als Führungskraft, dass ich eben in vielleicht 10 Jahren mich auf einem Arbeitsmarkt bewege, wo es diese klassischen Teamleiter, Abteilungsleiter, Middle-Management-Jobs, wie wir die heute haben, vielleicht in der Form gar nicht mehr in der Masse geben wird und ich mich da also anpassen muss. Und da muss man sich als Führungskraft eben einfach mit beschäftigen und gucken, wie man seinen Weg findet, mit dieser Veränderung umzugehen und was die einzelnen Organisationen in dem Umfeld eben auch machen. Ja, und da würde ich jetzt ganz gerne eben auch mal auf die Socura kommen, ja, auf den Blick unserer Organisationsentwicklung, die wir im Moment machen und Ihnen dazu noch ein bisschen was erzählen. Unsere Beweggründe, uns überhaupt in so einen Organisationsentwicklungsprozess zu geben, ist ganz vorweg und als eigentlich auch wichtigster Punkt, dass wir unsere Kunden- und Stakeholder-Fokussierung im Moment nicht in ausreichendem Maße gegeben sehen. Ja, das heißt, es ist nicht überall in unserem Unternehmen sozusagen der leitende Faktor, was wollen eigentlich unsere Kunden, was ist gut für unsere Kunden und was für einen Service müssen wir anbieten, sondern wir beschäftigen uns viel eben mit uns selbst, haben das nicht so richtig auf dem Schirm an einigen Stellen. Daraus resultiert auch, dass wir neue oder sich verändernde Anforderungen nicht schnell genug umgesetzt bekommen. Das mündet dann auch in dem nächsten Punkt, nämlich, dass wir neue Services und Innovationen einfach zu langsam an den Start bringen. Ja, volatile Welt, Kunden digitalisieren sich im Moment sehr stark. Dieses Jahr hat das natürlich nochmal sehr gepusht. Ich muss relativ zeitnah neue Services an den Start bringen und dafür brauche ich einfach eine extrem schnelle und agile Organisation, die sowas eben dann auch mal innerhalb von ein paar Tagen oder Wochen an den Start bringt und das kann nicht so lange dauern. Zudem muss man natürlich auch mal die eigene Organisationsstruktur kritisch hinterfragen. Ja, zum einen kostet sie Geld, ja, gerade wenn ich viele Führungskräfte und Hierarchieebenen habe, bezahlt man das natürlich auch alles, das ist also teuer. Es gibt ein gewisses Silo-Denken in unserer Organisation. Ja, wir haben also Abteilungen, Teams, da hat jeder so seine Aufgaben und da grenzt man sich eben dann auch gerne ab und ist für etwas nicht zuständig und das muss jemand anders machen. Gerade wenn man noch ein Ticketsystem hat, gehen halt viele Tickets zwischen Teams und Organisationseinheiten hin und her. Das bringt einfach Abstimmungs- und Reibungsverluste mit sich. Ja, wir haben sehr viele interne Meetings, müssen immer noch jemanden mit einbeziehen und den noch fragen und jeden noch fragen. Und dann braucht man noch eine Zuarbeit hier und eine Zuarbeit da. Es ist einfach sehr aufwendig. Und dadurch, dass wir im Moment nicht nach den Services organisiert sind, sondern funktional nach technischen Disziplinen, Aufgaben und so weiter. Es ist also so, dass fast an jedem Service natürlich irgendwie alle auch beteiligt sind. Es ist also ein Riesen-Act, da eine Veränderung herbeizuführen, etwas zu klären oder abzustimmen. Und der letzte Punkt, auch aus meiner Sicht eben ein ziemliches Problem, was wir in der Organisation bei uns jetzt auch identifiziert haben, ist, und das begünstigt natürlich auch diese gewachsene Organisationsstruktur, die natürlich auch viel Geld kostet. Leiterin von irgendwas, von einem Team, von einer Abteilung, von einem Bereich, ist der einzige Karrierepfad, den wir anbieten. Ja, also wenn man bei uns mehr Geld verdienen will in der Organisation, muss man eigentlich auf so eine Führungsrolle, eine disziplinarische gehen, um da ein Fortkommen zu haben. Und ja, das ist einfach eine Lücke, mit der wir uns beschäftigen müssen, einer der Beweggründe, warum wir unsere Organisationsstruktur hinterfragen. So, und was tun wir jetzt? Wir sind im Moment in einem laufenden Organisationsentwicklungsprozess. Ja, der ist gestartet, weil unsere Geschäftsführung da eben auch einen Veränderungsbedarf sieht. Wir hatten jetzt eine mehrmonatige Diskussion darüber, was dafür eigentlich die Gründe sind, welche Möglichkeiten wir haben und welche Vorgehensweise sinnvoll ist. Haben uns entschieden, eine
kundenzentrierte Serviceorganisation werden zu wollen, uns also ein anderes Organisationsmodell zu geben und uns da auch ganz konkret entschieden, ein Selbstorganisationsmodell nach der kollegialen Führung anzustreben. Wie sieht das aus? Ich habe hier mal unsere aktuelle Überlegung auf der Folie mit reingepackt. Das heißt, wir bewegen uns von einem ganz klassischen Organigramm mit vielen Kästchen zu hier so einer Pfirsich-Grafik. Ja, das heißt, wir haben einen Kern in der Mitte, wo unsere Kunden drinne sind oder unsere Servicekonsumenten, um es in Eitelsprache zu sagen. Und um diese Service-Konsumenten drumherum gibt es eine ganze Reihe von Services, die wir unterscheiden. Das sind also Servicekreise, in denen wir uns perspektivisch komplett organisieren wollen. Und da drumherum haben wir eben nochmal Querschnittsfunktionen. Und dann auf dem ganz äußeren Ring drumherum sieht man diese klassischen Pestel-Faktoren, die wahrscheinlich auch Eitelkenner sofort erkennen, die bekannt sind. Das heißt, wir haben ganz viele äußere Faktoren, Umweltfaktoren, die natürlich auf unsere Organisation mit einwirken, vom Arbeitsmarkt über die Standards und Praktiken, die wir verwenden. Ja, das heißt, wir entwickeln uns von einem klassischen Organigramm hin zu so einer Darstellungsform, die eben auch bestimmte Aufgaben natürlich nach wie vor kennt, die man in einer klassischen funktionalen Aufbauorganisation hat. Die Organisation richtet sich aber eben nicht mehr nach diesen Aufgaben, sondern sie richtet sich im Kern eben nach den Kunden und den Services, die wir diesen Kunden verkaufen. Gut, wo stehen wir jetzt bei der ganzen Geschichte? Wir sind inhaltlich dort natürlich in einer ausgiebigen Recherche unterwegs gewesen, haben dort einen wirklich umfassenden internen Austausch, natürlich auch Diskussionen darüber, was entsprechende Organisationsmodelle bieten, ob das sinnvoll ist, was andere Unternehmen für Erfahrungen gemacht haben, sind jetzt am Ende aber zu einer Konsensentscheidung zum Thema Selbstorganisation gekommen, haben die Servicekreise und Querschnittsfunktionen diskutiert und verabschiedet. Das war ja die Grafik jetzt auf der Folie davor. Sind im Moment dabei, die relevanten neuen Rollen zu finalisieren. Das soll jetzt bis Ende 2020 erfolgt sein. Ab Januar 2021 werden die ersten neuen Kreise bei uns im Unternehmen in die Selbstorganisation sozusagen entlassen, auf Basis des Modells der kollegialen Führung. Genau, zwischenmenschlich und emotional tut sich da natürlich auch einiges. Wir haben eine externe Moderation unserer Organisationsentwicklungsarbeitsgruppe, also jemanden, der uns dabei begleitet. Die Notwendigkeit und die Geschwindigkeit für Veränderungen, die wird bei uns in der Organisation durchaus unterschiedlich eingeschätzt. Da gibt es also auch an manchen Punkten natürlich einen Dissens. Insgesamt haben wir eine hohe Akzeptanz auf den unteren Hierarchieebenen, die natürlich auch da einbezogen sind und das Modell bis jetzt ganz gut angenommen haben, dazu eben auch positives Feedback gegeben haben. Die große Herausforderung ist es, da alle Leute mitzunehmen und zu informieren. Ja, also gerade wenn man mit so einer neuen Organisationsdarstellung ankommt, das hat einen riesen Erklärungsbedarf hervorgerufen. Ganz viele Leute hatten da Fragen zu. Das ist natürlich ein Riesenthema in der Organisation. Ich habe das ja anfangs gesagt, wir sind so 190 Leute im IT-Umfeld. Das jedem eben auch mitzugeben, wovon wir da eigentlich reden und worum es geht. Und das kann ich auch für mich persönlich eben unterschreiben, diese Form der Reflexion und auch Hinterfragung der eigenen Führungsrolle macht jetzt natürlich auch nicht nur Spaß allen Beteiligten, gerade denen, die heute eben in der Führungsverantwortung sind, verlangt das natürlich auch persönlich einiges ab. Das Zwischenfazit unsererseits ist daher so, dass das insgesamt eine notwendige, sinnvolle und auch interessante Sache ist, dass wir die Bekenntnis der obersten Führungsebene brauchten, also ich sage jetzt mal, ne, so die ganzen Top-Führungskräfte, um überhaupt in so einen Veränderungsprozess starten zu können.
dass existenzielle Sorgen und Einwände als erstes integriert werden müssen. Das heißt, wenn man in der Führung anfängt, darüber zu sprechen, kommt natürlich die Frage auf, ja, gibt es meinen Job jetzt morgen noch und kriege ich noch Geld? Und wenn ja, wie viel? Das muss natürlich zuallererst geklärt werden, damit überhaupt man sich auch auf so eine Veränderung einlässt und da eben auch Widerstände überwinden kann. Das Ganze benötigt mehr Zeit, als wir am Anfang vielleicht uns erhofft hatten. Die Beschäftigung mit diesen ganzen Themen spült auch verdeckte Konflikte an die Oberfläche und macht sichtbar, dass es eben auch in einem großen Führungsteam mit vielen Leuten unterschiedliche Haltungen gibt. Das Thema Menschenbild Theorie Y, hatte ich eben schon gesagt, ist nach unserer Erkenntnis eben die Voraussetzung, um in so ein Selbstorganisationsmodell überhaupt einsteigen zu können. Und man muss sich wirklich, man muss sein System überwinden. Ja, also wenn man versucht, an seiner bestehenden Struktur das irgendwie ranzudichten und die jetzt sozusagen, obwohl sie funktional ist, als agil zu titulieren, kommt man wahrscheinlich nicht besonders weit, sondern wir mussten uns wirklich auch davon lösen, dass wir unser aktuelles Organisationsmodell, so wie es jetzt ist, beibehalten können. Dann eben Thema Ego spielt eine große Rolle. Das muss jeder irgendwie in den Griff bekommen, um sich auf eine Veränderung einlassen zu können. Für uns ist wichtig, dass wir eben von anderen Unternehmen auch lernen und in den Erfahrungsaustausch gehen. Da haben wir also jetzt verschiedene Varianten, dass wir eben mit anderen Unternehmen in Kontakt gekommen sind, die sich in einem ähnlichen Prozess befinden oder den schon hinter sich haben, um da eben auch zu lernen, möglicherweise Fehler auch nicht zu machen oder Erkenntnisse nutzen, die andere schon gemacht haben. Und klar, man muss das Ganze schrittweise tun und in einem PDCA-Zyklus also immer wieder gucken, haben wir eigentlich das, was wir uns jetzt hier vorgenommen haben, erreicht? Bringt das was? Sind wir auf dem richtigen Weg? Man kann die Organisation nicht von heute auf morgen auf den Kopf stellen. Es wäre uns zumindest ein bisschen zu gefährlich, das zu machen, weil wir natürlich auch einen laufenden Betrieb dahinter haben mit vielen Usern, der erstmal sichergestellt sein muss und funktionieren muss. Gut, das wäre soweit der erste kleine Einblick in das Thema serviceorientierte Organisation. Ja, und ich freue mich über Fragen. Ich weiß gar nicht, ja, 41 ist es. Ja, also Fragen sind bis jetzt noch nicht reingekommen. Könnte zwei Gründe haben. Entweder Sie haben es so gut erklärt, dass es keine Fragen dazu gibt, Herr Wester. Vielen Dank für den Vortrag. Sehr gerne. Oder die Teilnehmer bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer möchten vielleicht auch die Chance nutzen, danach sich mit Ihnen in der Speakers Corner nochmal zu treffen. Wie gesagt, der Vortrag ist ja auch zum Download dann nach der Veranstaltung zur Verfügung gestellt und Sie haben es hier dann ja auch schon in der Folie drin. Das Thema Vernetzen, also da kann man auch nutzen. Ich sehe, jetzt kommen gerade noch Fragen rein. Die Chance nutzen wir gerade noch ganz kurz. Frage, wir stecken in einer ähnlichen Transformation. Welche neuen Rollen wurden bei Ihnen geschaffen? Ganz kurz in ein paar Worte. Genau. Also zum einen Service Owner, das heißt also Leute, die einen Service komplett verantworten von A bis Z, ist so eine Rolle, an der wir gerade dran sind. Ansonsten die Rollen, die man, sag ich mal, aus der Selbstorganisation vielleicht auch schon kennt, heißt Begleiterinnen und Coaches, Kreisgastgeber, solche Rollen sind die, die im Moment bei uns in der Diskussion sind zur Einführung. Gut, dann nehme ich mir jetzt noch eine Frage raus und zwar war die Frage, wie wichtig finden Sie ITIL für ein Unternehmen, was serviceorientiert sein möchte? Wichtig. Okay. Sehr wichtig. Kurze, knackige Antwort und damit würde ich sagen, wir haben jetzt noch 1,5 Minuten, die ich gerne noch nutzen möchte, um die Zuhörer auf ein paar Gimmicks aufmerksam zu machen, die sie gerne noch nutzen können in kurzen Pausen und zwar zum einen den Fotostand, den virtuellen, wo Sie ein Foto von sich machen können mit ein paar, ja, vielleicht auch lustigen Hintergründen. Wenn Sie das Bild dann auch an die virtuelle Fotowall pinnen, dann haben Sie die Chance, eine PlayStation 5, also tatsächlich, wir haben sie physisch vorliegen, die können Sie gewinnen.
Dann haben Sie auch die Möglichkeit, unsere Wünschewand zu nutzen, wo Sie mal Wünsche für das Jahr 2021 formulieren können und da niederschreiben dürfen. Und natürlich, last but not least, nutzen Sie die Ausstellerrallye, wo Sie auf den Ständen 17 Buchstaben zusammensuchen müssen, um ein Lösungswort zu generieren. Es gibt tolle Preise zu gewinnen. Wie gesagt, schauen Sie sich um, gucken Sie bei den Ständen vorbei. Ich bedanke mich bei Herrn Wester für den sehr aufschlussreichen Vortrag, wie man ein serviceorientiertes Unternehmen bzw. eine serviceorientierte Organisation wird. Danke Ihnen für Ihr Zuhören, für Ihr Zuschauen. Würde mich freuen, Sie in der nächsten Session, die um 14 Uhr beginnt, von Frau Jeanette Bastian von der Firma Henrichsen begrüßen zu dürfen. Hier ist der Vortragstitel Der Weg von der ITIL-Schulung zum ausgezeichneten Kundenservice. Vielleicht sehen Sie mich dann in der einen oder anderen Session über die nächsten Tage wieder. Würde mich sehr freuen. Ich bin dann mal raus und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf dem DSME. Vielen Dank, alles Gute. Tschüss. Ciao.